Trinkgeld sammeln für einen guten Zweck ist bei der Landtagsabgeordneten Marion Schneid mittlerweile zur wiederkehrenden Tradition geworden. Dieses Mal bediente die Maudacher CDU-Abgeordnete am Samstag, dem 25. April, im traditionsreichen Eiscafé Adria in Ludwigshafen-Oggersheim zugunsten der Oggersheimer Schlossschule. Also ich habe ja einmal im Jahr immer das Ziel, mich irgendwo zu engagieren und irgendwo im Dienst zu sein und dann Spenden oder Trinkgeld einzusammeln für einen guten Zweck. Und diesmal ist es die Schlossschule hier in Oggersheim direkt vor Ort. Und das Geld geht an den Förderverein und kommt in diese Kasse für den Mittagstisch. Das Eiscafé Adria der Familie Amato besteht seit über 50 Jahren am Schillerplatz in Oggersheim und zeichnet sich durch in eigener Herstellung nach echt italienischer Tradition produzierte Eisspezialitäten in vielen Geschmacksrichtungen aus. Was sind die Spezialitäten hier Ihres Hauses insbesondere? Ja, Spezialitäten, die ich mal als allererstes behaupten, unsere Eisbecher, die über die Stadtgrenzen von Ludwigshafen hinweg sind, bekannt sind. Ein Gogo, ein Vulcano, Vulcano ist ein Eisbecher, wo Rauch rauskommt, wie bei einem echten Vulkan. Ein Gogo-Becher, der auch sehr, sehr bekannt ist. Oder auch unsere großen Eisbecher, die über einen halben Meter hoch sind, die man schon auf die Oberschenkel nehmen muss, um sie zu essen. Frische Zutaten wie zum Beispiel selbstgepresster Zitronensaft, frische Früchte und keine Konservierungsmittel sind das A und O bei der Eisproduktion im Eiscafé Adria. Im Rahmen ihrer eintägigen Bedienungstätigkeit konnte sich Marion Schneid auch direkt einen Einblick in den Herstellungsprozess des Eises verschaffen und das frisch zubereitete Eis natürlich auch probieren. Jeden Tag werden die diversen Eissorten von den Amatos frisch zubereitet und zum Beispiel in Form der beliebten Eisbecher an die Gäste des Eiscafés serviert. Das Eiscafé existiert ja schon über 50 Jahre, habe ich draußen gesehen. Was macht diese Familientradition aus? Ja, dass jeder mithilft, jeder mitarbeitet. Das heißt auch jemand wie ich, der einen Beruf hat, aber am Wochenende dann den Eltern hilft. Der Vater morgens um 4 im Eislabor steht und frisches Eis macht. Das ist ganz, ganz wichtig. Der Zusammenhalt der Familie. Die gesammelten Trinkgelder dieses Tages werden beim Schulfest am 30. Mai an die Schlossschule Oggersheim übergeben. Der Trinkgelderlös in Höhe von 356 Euro wurde von Marion Schneid nochmals auf insgesamt 400 Euro aufgestockt. Wie sind Ihre Erfahrungen beim Bewirten? Ist es schwierig? Ja, super schwierig für mich, strengt mich ganz arg an. Besonders diese Eisbecher, die so in diesen großen Gläsern sind, die sind schon schwer zu transportieren. Aber ich gebe alles und versuche nicht, den Bürgern das auf den Schoß zu kippen.